Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg. Which is what we want. Who wants faffing, eh? Oh yeah, this is just playing. That's 660s. Smith has already had a go against the rope. Double 12. That is astonishing. That is a nightmare finish for Gathering Price. And the guys share a little knuckle touch. There was a bit of class from Michael Smith. Gathering Price, the world champ, the world number one, now nails a nine. That is the third one we've seen this year. Willie Borland got the first. Darius Slavinowski's got the second, and now it's that man's turn. Gonna win Uruguay on 110. And a 110 to try and save it. Oh, the perfect 60. A 10. Nods his head. Tops to keep it going. 90. He's angry. He's livid. And he's got every right to. Uruguay, 24. For a place in the semi-final. Michael Smith wins an absolute humdinger and the reigning world champion is out. Mit dem neuen Data von Gerben Price und dem anschließenden Ende eines tollen Matches ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast im Jahr 2022. Nach dem 14. Turniertag kennen wir nun die vier Halbfinalisten und wir reden selbstverständlich heute über diesen tollen Tag, der einiges zu bieten hatte. Mein Name ist Marvin Farnbohm, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr und ich begrüße neben mir einerseits Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo und auch noch ein tolles neues Jahr für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und Lutz Wöckner ist auch mit dabei. Hi Lutz. Frohes Neues. Ja, wir sind zurück im neuen Jahr, wie ihr es gewohnt seid. Und auch die PDC-WM ist wieder da nach einem Tag Pause. Auch Josh Noble ist zurück, hat heute zwei Spiele gecallt. Hat dann wahrscheinlich wohl kein Corona gehabt. Dafür aber als neueste News nochmal zu unserem beliebten Corona-Thema wurde Kim Heibrechts jetzt noch positiv getestet in seiner belgischen Heimat. Musste jetzt auch in Quarantäne begeben, aber hatte jetzt keinen weiteren Einschnitt auf das aktuelle Geschehen. Ja, gehen wir direkt rein ins Viertelfinale. Heute großer Viertelfinaltag, eigentlich mit meinem Lieblingstag bei der WM, muss ich sagen. Zum ersten Mal seit 2006 kamen in diesem Jahr alle Viertelfinalisten aus UK. Und zum ersten Mal seit 2012 ist kein Niederländer unter den letzten acht, Kevin. Hat das irgendeine große Bedeutung oder ist es einfach jetzt auch den Ausscheiden von Van Gerven geschuldet? Das kann doch nicht. Ich glaube, Van Gerven ist natürlich die Konstante im niederländischen Dartsport. Ich habe es auch, glaube ich, bei Interviews mit ihm immer wieder dann auch mal versucht einzubringen und auch mit anderen Niederländern. Wer ist denn die Nummer zwei oder wieso kommt nach Van Gerven oft lange nichts? Wir haben ja dann immer wieder diskutiert, auch über legitime Nachfolger, über diejenigen, die niederländische Nummer zwei sein könnten. Das waren halt viele in den vergangenen Jahren. Das waren dann mal ein Jeffrey de Swaan, jetzt ist es Danny Noppert. Also es gibt viele Niederländer auf der Tour. Die sind stark vertreten, aber die Konstanz ist halt nicht so richtig gegeben. Und jemand, der da wirklich sich hinter Van Gerven etablieren kann, den gibt es momentan nicht so richtig. Das waren, weiß ich nicht, wie fern da noch die Verletzung mit reinspielt, die er hat. Und es hängt sehr viel an Van Gerven aktuell, denke ich. Ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, da hatten wir drei Niederländer auch mal in einem WM-Halbfinale, Van Barneveld, Stompé und Van der Voort, glaube ich, auch mal. Aber da sind wir momentan, ja, mir fallen jetzt auch nicht die drei, vier Niederländer ein, die ich da jetzt irgendwie, also ich bin nicht überrascht, um das abzukürzen.
Aber vergiss mir Dirk van Duivenbode nicht, ne? Also ja, dann, okay, das stimmt natürlich. Ja, ich habe gerade, ich meine, bei Dirk ist natürlich aber auch die Geschichte, dass er das starke 2020 nicht bestätigen konnte. Oder siehst du das anders? Nee, das stimmt. War natürlich ein überragendes Jahr, aber so ewig lange spielt er jetzt auf dem Niveau ja auch noch nicht. Klar, er hat jetzt viel zu verteidigen in diesem Jahr. Daran würde ich es dann festmachen, wo die Reise jetzt in nächster Zukunft dann hingeht. Aber er hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren bis unter die Top 16, bis in die Top 16 hochgearbeitet und er hat zumindest eine Perspektive. Aber wenn ich ehrlich bin, und ich höre das bei dir ja auch raus, glaube ich da jetzt auch nicht dran, dass es noch viel weiter nach oben geht. Aber ausschließen kann man es, glaube ich, nicht. Dann gehen wir rein in die Action des Tages. Das erste Philly-Finale haben 2 Engländer bestritten, James Wade und Mervyn King. Ja, wer jetzt zum Start des Tages noch nicht ganz wach war, den hat diese Partie jetzt auch nicht unbedingt aufgeweckt, wahrscheinlich. Also wer die halbe Silvesternacht da noch in den Knochen hatte. Ja, so ein richtiger Leckerbissen war es nicht. Man muss sagen, James Wade hat seine ersten 180er geworfen. 4 an der Zahl. Und Lutz, er hat keinen Satz abgegeben. Er gewinnt hier deutlich mit 5:0. Ja, deutlich mit 5:0, weil er 4 Decider gewinnt. Und das ist halt James Wade. Also du musst ein WM-Viertelfinale mit einem Average von 86,5. Das muss man auch erstmal schaffen. Also er mogelt in Anführungsstrichen natürlich, aber er mogelt sich da so ein bisschen durch mit Freilos und 86,5. Ich glaube, sein Turnier-Average dürfte auch noch unter 90 liegen. Ja. Aber wer 4 von 4 Decidern gewinnt, der hat eben eine ganz andere Qualität noch. Das wissen natürlich auch alle und den darfst du jetzt natürlich nie abschreiben, auch wenn man jetzt auf den ersten Blick sagen würde, okay, Halbfinale, gratuliere, herzlichen Glückwunsch, aber das ist es dann wahrscheinlich auch gewesen, wenn man jetzt die Paarung sieht, die da auf ihn wartet, aber naja, er ist auf jeden Fall sehr selbstbewusst, hat ja auch nach dem Match gesagt, dass er Weltmeister werden wird, zu 100%. Leichte Einschränkung, wenn nicht dieses Mal, dann zumindest irgendwann in den nächsten 10 Jahren. Aber er weiß, dass er diesen Titel holen wird. Nach dem Match finde ich einerseits eine steile Ansage, andererseits aber auch, hey, er gewinnt das Ding. Einfach mal eben 5-0. Ja, es ist halt James Wade. Sehr interessant war, wo du das Interview schon ansprichst. Ich glaube, das auf der Bühne war auch nochmal sehr interessant, wo er noch gegen Wayne Mardell ausgeteilt hat. Wo er meinte, ja, ich habe in 2 Wochen meines Lebens mehr erreicht als Wayne Mardell. Weil Wayne Mardell immer gesagt hätte, er wäre eh nicht gut genug für den WM-Titel und alles. Also, es war auch alles wieder so ein bisschen komisch. Auch die Verabschiedung nach dem Match und dann dieses Interview, das war auch schon wieder, ich will jetzt nicht wieder zu dem zurückkommen, was wir beim letzten Mal da besprochen hatten. Aber ja, man muss natürlich respektieren, Kevin, das war wieder typisches Wading at his best, ne? Wenn er musste, war er halt in der Lex auch da. Dann kamen eben die Scores. King hatte auch Setards, ne? So ist es nicht. Aber ja, man hatte nie irgendwie das Gefühl, dass der König da noch irgendwie zum großen Comeback ansetzt. Das hat er auch von der Körpersprache verschwitzterweise auch jetzt nicht wirklich wieder verkörpert. Nee, es ist sehr wenig für ihn gefallen. Er fängt mit einem 11-Data das Match an, wo man denkt, ja, sehr gut, aber hat dann mindestens eine Chance, um den ersten Satz zu gewinnen, macht er nicht. Und ich glaube, er hat, ich bin mir nicht sicher, ob er noch weitere Set-Darts bekommen hat. Also in den anderen Decidern, gerade in den Decidern, hat das Wade gut gespielt. Ich glaube, auch ein 14-Data war dabei, ein gutes Finish hat er auch zwischendurch mal gehabt. Wade hat das okay gemacht und King hat ihn aber auch in vielen Momenten einfach gelassen. Da war nicht diese Konstanz da, sowohl beim Scoring als auch beim Finishing. Er hat, glaube ich, auch 16 Doppel verpasst und und in den meisten Fällen hat Wade dann das Leck gewonnen, in den King dann auch die Doppel verpasst hat. Irgendwas habe ich dazu auch heute gelesen. Ich hoffe, das war jetzt kein Stat of the Day powered by Darts Oracle. Kommen wir später zu, auf jeden Fall. Okay. Mal gucken, ob er dabei ist. Wir halten die Spannung hoch. Also James Wade gewinnt hier mit 5:0 gegen Mervyn King und war dann der erste Spieler, der im Halbfinale steht. Dafür gibt es da schon mal schlanke 100.000 Pfund auch für die Order of Merit. Das tut James Wade natürlich auch gut. Der hält sich dann jetzt auch wieder vorne bei den Besten mit dabei.
Ja, war so ein kleiner Wahrmacher, haben wir schon gesagt. Wollen wir auch nicht mehr Worte zu verlieren. Weiter ging es dann am Nachmittag noch mit Luke Humphries gegen Gary Anderson. Das ist ja vom Tempo her, Lutz, schon mal von vornherein eine ganz andere Geschichte. Ne? Also Humphries, der mag es schnell, Gary Anderson so oder so. Humphries sogar noch schneller. Man hat ja auch zwischendurch eingeblendet bekommen, wie schnell die beiden sind. Der Anderson sogar noch ein paar Sekunden mehr am Oki. Am Ende steht der Schotte erneut im Halbfinale, weil ihm der Set-Modus auch irgendwie wieder entgegengekommen ist. Ja, weil es einfach Gary Anderson ist. Also wenn wir James Wade doing James Wade things haben, dann ist es Gary Anderson doing Gary Anderson things. Humphries war, fand ich, recht gut, hat auch gute Werte am Ende gehabt, aber auch da ist es dann ähnlich wie bei Wade, vielleicht nicht ganz so krass oder ganz sicher nicht ganz so krass, aber ist es dann auch irgendwie das Timing. Du sprichst gerade schon an, Set-Modus, er ist dann in den entscheidenden Momenten da, da ist auch ganz viel Erfahrung mit dabei. Und auch da, Spiel, fand ich, konnte man sich gut angucken, aber auch da war es danach eigentlich fast noch spannender. Also ihm dann wieder zuzuhören, wie er seine Platte auflegt, der Meister der Koketterie, alles runterspielt und Training ja sowieso nicht und die Exhibitions waren ja auch alle ausgefallen, er konnte ja gar nicht und er ist ja so alt und schwitzt und ist dick geworden und ach, alles. Was hat er gesagt? Rubbish Game oder irgendwie hat nur Rubbish gespielt oder sowas. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir den am Montagabend im Ali Pally auf der Bühne stehen sehen, mit der einen Hand winkt er ab und in der anderen hält er den Pokal. Also das geht auch jetzt immer so weiter. Und ich finde, er hat sich gesteigert, konstant gesteigert bei diesem Turnier vom ersten Match bis jetzt zum Einzug ins Halbfinale und erinnert alles so ein bisschen ans vergangene Jahr, finde ich. Er verliert ja auch immer Satz 1 bisher, Kevin. Das ist die Konstante bisher bei seiner WM. Knapppunkt wahrscheinlich die 110, die er auscheckt im fünften Satz. Danach kam auch so ein bisschen aus ihm raus. Das war so ein bisschen der Kämpf von der Anderson. Auf der anderen Seite Luke Humphries, drittes Mal jetzt im Viertelfinale verloren bei der WM. Ist zwar noch ein junger Spieler, absolut. Chancen waren ja auch da. Die Fans waren auch wieder komisch mit ihrer Geburt und Feierei. Dann wird Anderson ausgebuht, dann fünf Minuten später wird er gefeiert beim Bock und auch. Alles ein bisschen komisch auch. Ja, Humphries, ich denke schon, dass das auch etwas ist, was er dann irgendwann im Kopf hat. Also wenn das einmal passiert, okay, zweimal, dreimal. Er holt den ersten Satz, er holt den ersten Satz klar. Er verliert den zweiten Satz, er hatte keinen Set-Dart, aber Anderson hat da einen 16-Darter spielen dürfen im Decider. Das heißt, Humphries hat es nicht geschafft, sich mit 15 Pfeilen einen Set-Dart zu erarbeiten und das ist auf dem Niveau schon etwas, wo man sagen könnte, okay, da muss er sich zumindest an die eigene Nase fassen, dass es da nicht vielleicht 2-0 steht. Und bei 2-2 steht er auf 8 Rest, okay, aber er hat dann auch noch eine Gelegenheit gehabt, um das 3-3 zu machen. Er hatte, glaube ich, 3 Stück, um den 7. Satz zu gewinnen. Also es war schon auch mehr drin für Humphries, der ein gutes Spiel gemacht hat, der aber auch besser spielen kann. Also der, glaube ich, in diesem Turnier auch schon besser gespielt hat, als er das heute insgesamt getan hat. Und ja, ich weiß nicht, ob ich zum Publikum noch viel sagen möchte. Also das ist European Tour Deutschland-Niveau. Also es ist wirklich peinlich manchmal. Bei Humphries will ich auch nochmal sagen, ich würde es eher als Stärke sehen. Also diese Bilanz zu haben, der Junge ist, ich glaube, 25. Ja, okay. Dreimal Viertelfinale, dann World Matchplay Finale. Also wer mit 25 sowas schon auf der Pfanne hat, da kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass es dann irgendwann auch mal eine, zwei Runden weitergeht noch, auch bei der WM, oder es einen Titel bei einem Major gibt. Also das, finde ich, dürfte dann keinen mehr wundern. Ich finde die Entwicklung eigentlich sehr gesund, wie es bei ihm der Fall ist. Klar hat er die Chancen gehabt, logisch. Und klar wird er sich auch ärgern, keine Frage. Ja, er macht einen Schritt nach dem anderen, definitiv. Er war jetzt, glaube ich, ja auch zum ersten Mal gesetzt bei der WM. Und es ist ja auch bezeichnend, dass er jetzt einfach durch dieses Viertelfinale einfach nur Platz 19 hält, den er vor diesem Turnier einfach eh hatte. Ja. Weil da, glaube ich, auch ein Viertelfinale zu verteidigen war. Ja, absolut. Genau, Luke Humphries wird nächsten Monat sogar schon 27, aber ja, die ein, zwei Jahre ist jetzt nicht so entscheidend. Stand ja auch im Finale der UK Open jetzt in 2021. Hat definitiv wieder bewiesen, dass mit ihm... UK Open war es, richtig. Mhm. Ja, sorry. Da stand er im Finale.
Genau, hat er ja verloren dann gegen den anderen, der am Nachmittag da am Start war. Gut, das war so ein bisschen der Aufwärmer, der Nachmittag. Ne? Wieder zum Reinkommen, neues Jahr, erstmal so ein bisschen reingucken, ach, da hat WM, da war ja was. Am Abend ging es dann aber richtig ab. Ne? Da sind wir wirklich immer noch geflasht. Also ich auf jeden Fall immer noch, also für besser hätte der Abend fast gar nicht laufen können. Also der erste Abend im neuen Jahr, solche Spiele. Ja, setzen wir da an. Also erstes Spiel am Abend, Peter Wright gegen Kellen Riss. Boah, Lutz, am Ende gewinnt Wright das Ding in der Verlängerung. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an diese Partie denkst? Was ist es? Entschuldigung. Es tut mir einfach sehr leid für Kellen Riss, muss ich echt sagen. Also ich muss jetzt eh gerade im Kopf nochmal umswitchen, weil bei mir wirkt auch noch einfach das Price-Smith-Ding nach. Aber wenn man jetzt einmal umgeswitcht hat, das tat mir einfach mega leid für ihn, weil er von Anfang an bewiesen hat einfach, das, was so viele befürchtet hatten, so dieses typische Ding, junger Spieler geht durch, super Form, und dann ist es eigentlich fast normal, dass du dann so ein Viertelfinale hast, wo der erste richtig fette Brocken kommt und dann kannst du es einfach nicht zeigen, wo du weißt, alle gucken zu, der Druck ist einfach groß, es ist viel passiert in den Tagen zuvor, das sind ja auch dann Situationen, die ein Spieler wie Kellen Riss vielleicht nicht kennt, auch diese mediale Aufmerksamkeit zu haben, dieses Publikum dann zu haben, du weißt auch, wie viel da jetzt vorm Fernseher sitzen, das ist einfach nochmal eine andere Nummer, aber der macht in den ersten zwei Sätzen, ich glaube, 4 High Finishes waren es. Ja. Fängt gleich auch mit einer 100, was war das? 152. Ja, genau. Fängt da an. Also überhaupt keine Spur von irgendeiner Nervosität. Er hat genau das da oben abliefern können, was er spielen kann. Und das fand ich einfach toll zu sehen. Stark auch von Peter Wright, fand ich, dann nochmal auf einem anderen Level zu performen, als er das in den Runden zuvor musste. Und Riss hat man am Ende angemerkt, also du sahst auch an der Röte seines Gesichts, und er hat immer durchgepustet dann auch, wie ihn das dann gepackt hat einfach, als sich das Match dann zuspitzt. Das war einfach total geil zu sehen. Und das Match war, ich meine, auch wenn du dir die Werte anguckst, beide, glaube ich, dann über 100 am Ende trotzdem noch gehabt, mit Verlängerung. Peter hat ja noch 8 Perfekte geworfen. Und ein Leck später, checkt ihm die Riss 100, die 141. Ja, und dann geht es ja noch weiter, die Geschichte eigentlich. Ne? Dann checkt er dann Wright wenig später 96 via Doppel 18, Doppel 20. Und Riss hatte ja gerade Doppel 20 zum Satzgewinn verpasst. Das heißt, es war dann 3-3, es hätte auch 4-2 sein können. Und er checkt die 96 zweimal hintereinander. Also einmal über Doppel 18, Doppel 20. Und im Leck danach, glaube ich, war es dann auf dem konservativen Weg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es war echt, phasenweise war es Exhibition Darts. Ja, absolut, Kevin, muss man sagen. Ne? Also was ja auch auffällig war, dass Wright sein Niveau aber trotzdem irgendwie nochmal anheben konnte. Ne? Riss war eigentlich steady, so 100er Average circa. Also immer ein bisschen drüber, ein bisschen runter. Klar, der erste Satz war überragend, da ist er drüber gefahren, da stand er ja zwischendurch bei über 120. Das war ja klar, dass er das nicht so halten kann. Ne? Aber er ist ja wirklich nicht eingebrochen oder so. Klar, kam da ein paar Situationen, wo man mal eine große Zahl nicht getroffen hat, auch gegen Ende. Aber Wright hat es trotzdem geschafft, das Niveau von ihm selbst nochmal anzuheben, weil er einfach auch die Doppel irgendwann besser getroffen hat, was am Anfang ja oft der Fall war, dass er da ein paar Sachen hat liegen lassen. Ja, da hast du es, denke ich, schon gut zu Ende analysiert. Also Wright hat schon auch Fehler gemacht. Riss hat richtig, richtig gut gefinisht. Wright gewinnt den dritten Satz. Dann denkt man, die Partie kippt, aber dann baut er wieder einige Fehlerchen ein und Riss macht das gut. 3-1, dann kommt das 3-2, dann kommt der Moment, wo Riss diese eine Chance vergibt und Wright ganz trocken die 96 macht. Dann hat aber Wright wieder, glaube ich, 6 Chancen zum 2-2 im siebten Satz und Riss macht zu, 4-3, und man denkt, jetzt macht das vielleicht. Aber dann lässt Riss, glaube ich, auch ein bisschen federn, lässt ein bisschen nach und Wright kommt zurück und Verlängerung. Also das Match hatte natürlich alles und hochklassig und aber dann auch Fehler bei der, was waren das, 94 Rest im Entscheidungssatz, wo er dann auch Bull werfen will, Riss, und trifft dann die, was war es denn, die Single 11, und dann trifft er noch die Triple 17,
kann aber die Doppel 16 nicht so machen und kassiert das Break und danach kommen die Scores nicht mehr. Also er war am Schluss, glaube ich, ja auch sehr bedient, dass er das dann verloren hat. Aber ja, Wright hat diesem Match dann schon auch den Stempel aufgedrückt, indem er es geschafft hat, entscheidend nochmal zuzulegen. Und das zeichnet ja auch Spieler von diesem Niveau, von dieser Klasse, auch mit dieser Erfahrung dann aus. Und Ritz hat großartige Werbung für sich selbst gemacht und ja, wird das hoffentlich richtig einordnen. Ich muss mich nochmal kurz korrigieren, waren doch nicht über 100. Ich habe nochmal nachgeschaut gerade. Also Peter mit einer 99,75 und Ritz die 97,8. Aber sie lagen bis kurz vor Schluss, glaube ich, beide wirklich über 100. Und ich fand die Reaktion von Peter auch nach seinem letzten Dart, habe ich von ihm auch so noch nicht gesehen. Also dass er dann die zwei Pfeile in den Teppich pfeffert, daran konnte man, finde ich, auch sehen, wie krass dieses Spiel war und wie das die beiden auch mitgenommen hat. Peter war ja sehr ruhig, so wie immer, sonst auch während des Spiels geblieben. Ich fand auch diesen Kontrast sehr geil, so dieses Express-Tempo von Ritz und dann Peter einfach, wie locker er die da immer reingeworfen hat in die Trippelfelder. Fand ich schon ganz geil, aber nach dem letzten Dart kam es dann halt, musste das einfach raus, so, ne? Da hat es auch schon Spieler gegeben, die dafür eine Strafe bekommen haben, aber... Ja, Legless Throwing of Darts ist das doch dann, oder? Genau, aber wenn man die Reaktion von Russ Bray gesehen hat, glaube ich nicht, dass da noch irgendwas kommt. Das war ja alles okay dann sofort und ist, glaube ich, kein Thema mehr. Aber was ja auch noch war, zwischendurch gab es ja auch einmal, wo die Fans auch so bei Right am Boon waren, dann hat er auch mal diese Geste, diese Shut-Up-Geste gemacht, ne? Nach dem einen getroffen Doppel, wo er dann den Finger auf seinen Mund legt und sagt, ihr einmal schön ruhig sein, ne? Ihr habt mich nicht auszubuhen, ne? Also das war, also ja, es hat sich durch den ganzen Tag gezogen, dass die Fans sich hier wieder einen ausgepickt haben, und Favorite, dem Fall natürlich wieder der Engländer, klar. England gegen Schottland, und ja. Das habe ich auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Also rauspicken eigentlich nicht, sondern das ist einfach durch die Landsmannschaft, ist es vorgegeben. Und es ist egal, wer da oben steht. Es ist völlig Banane. Also selbst wenn es Peter Wright ist, solange er nicht aus England kommt und gegen einen Engländer spielt, wird er konsequent niedergebuht. Ich finde so die England-Gesänge und die Nationalhymne und so, das ist alles cool, und von mir aus auch das Scotland Get Better Ding, von mir aus auch, aber für mich ist immer da die Grenze überschritten, wo ein Spieler wirklich ausgebuht wird und bei seinem Wurf, also wenn Fehlwürfe gefeiert werden, hört es bei mir auf. Das mag ich nicht, egal wer ruft, egal wer da oben steht, das gehört da einfach nicht hin. Wir hatten das ja auch, also selbst bei also Humphreys gegen Doby, selbst da haben sie sich so, nach meinem Gefühl, einen ausgesucht. Waren dann eher für Humphreys, so was ich so noch weiß. Also wo ich so denke, wieso könnt ihr nicht einfach mal diesen geilen Sport genießen? Wir haben da heute Abend zwei Spiele gehabt, 18 Sets, also Unterhaltung ohne Ende, hin und her, Aufholjagd, Matchstarts verpasst, was weiß ich. Und das kann man doch einfach, also es muss ja nicht wie beim Tennis sein, aber ein bisschen mehr Respekt, aber ja. Kurz noch zur Personalie Callum Riss. Ich denke, wir hatten das noch nicht so ausführlich mit ihm hier gemacht. Wir sollten noch mal kurz ein paar Facts auch zu ihm nennen. Ist ein ehemaliger BMX-Fahrer, Newcastle-Fan. Ich finde immer, er trägt so eine Art unsichtbares Haarband. Also ich frage mich immer, Lutz, wie schafft er eigentlich diese Frisur zu halten? Das ist ja irgendwie am Scheitel so ein bisschen auf der einen Seite weg. Und das kann ja, das ist nicht seine Frisur. Er trägt, glaube ich, Donald Trumps Haare auf. Das ist echt sehr, sehr interessant. Oder er ist der uneheliche Sohn von Donald Trump. Also mich erinnert das immer an Donald Trump. Und ich glaube auch, also es gibt ja Spieler, die sich so ein bisschen legen schon, ne? Also die Haare. Ich warte ja zum Beispiel auch bei Joe Cullen darauf, das wäre für mich so ein Kandidat, dass da mal transplantiert wird vielleicht. Ist ja in England auch durchaus verbreitet. Gibt ja auch prominente Vorbilder, mehr noch als in Deutschland. Aber bei Ritz, ich glaube, da ist noch alles okay da oben. Also ich bin ja nun gebrandmarkt, was dieses Thema angeht, und kenne mich damit aus. Ich habe damit keine Probleme. Ich habe dann früh angefangen zu rasieren. Da ist dann eben so, dass da oben nichts mehr kommt.
Aber der müsste das eigentlich gar nicht machen. Und ich habe den, als ich jetzt da war, ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss noch mal gucken, warum ich ihn nicht gesehen hatte. Wahrscheinlich war vorher irgendein Match, wo, weiß ich nicht, lange ich mit den Spielern gesprochen habe. Ich keine Ahnung, muss ich noch mal nachchecken. Aber meine erste Frage wäre wirklich, Alter, was ist da los bei dir da oben? Das kann man auch noch anders machen. Andererseits macht es ihn aber auch sympathisch, finde ich. Weil ihm das scheinbar... Entweder findet das geil oder ist ihm einfach scheißegal. So, und das mag ich auch. Also wenn jemand so uneitel ist. Aber es ist keine Krause, ne? Ich meine, da ist ja Gel drin, der schmeißt sich die irgendwie so nach vorne. Warum? Keine Ahnung. Ja. Weiß ich aber schon seit längerer Zeit. Ja, der läuft ja immer so rum. Ja, privat, ich habe ihn, da hätte ich ihn eigentlich mal fragen können, fällt mir jetzt auf. Im Spielerhotel habe ich ihn gesehen, aus der Entfernung. Aber da willst du jetzt ja auch nicht immer hingehen und dann irgendwie so Fanboy-mäßig hier, hallo. Ich bin aus Deutschland, erzähl mir doch mal was. Die wollen dann ja auch wahrscheinlich ihre Ruhe haben, aber da hat er immer Cap getragen. Also ich habe ihn außerhalb des Alley-Pallys habe ich ihn nie ohne Cap gesehen. Erstes Spiel von Callum Bridges war übrigens am 18. September, Lutz. Und davor hat Raymond Smith gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich dann auf Raymond Smith konzentriert hast. Und nach dem Spiel hat Darius Labanauskas einen 9-Darter geworfen. Ja, mit Smith saß ich wirklich ein bisschen länger. Ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber 18. September war ich auch noch nicht da, Kevin. Dezember, oh Gott. Oh, jetzt werden wir hier um 1:30 nachts, aber sehr genau. Ja, nochmal zu Callum Riss, der von der Frisur vielleicht manchmal auch so, das fällt mir gerade ein, so ein bisschen der unausgeschlafene Edwin Lewis ist. Oder Edwin Lewis habe ich auch oft das Gefühl gehabt, dass er auf die Bühne kommt und gerade aufgestanden ist. Aber Eddie Lewis hat nichts im Haar. Der schmiedet. Nee, das ist weiß ich. Der steht einfach auf und dann. Ja. Ja gut, jetzt wollen wir auch nicht über. Wir wollen jetzt nicht zum Friseur-Podcast werden. Was ich noch sagen wollte, sportlich gesehen, die Karriere von Callum Riss, nur nochmal eben das zur Vervollständigung. Er hat ja schon früh in der Jugend nachgesagt bekommen, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist. Hat er ja auch gezeigt, 2014 der Solderdorn Masters der Jugend gewonnen. Da weiß man ja, das sind super Spieler am Start. Ne? Die besten Niederländer und dann meistens werden dann noch 2-3 Engländer eingeladen, damals bei diesem Turnier. Das hat er gewonnen und war eigentlich zu BDO-Zeiten im Jugendbereich schon immer ja, mit der beste Engländer. Aber Kevin, er ist ja nicht wirklich durchgestartet, sondern hat sich wirklich stetig gesteigert. Zwischendurch dachte man auch, er hat jetzt ja auch auf der Challenge Tour oder Development Tour jetzt nicht irgendwie in Serie-Turniere gewonnen, sondern hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Ja, und jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr, 2021, dann halt 2 Turniersiege und jetzt dann so ein Coup nochmal bei der WM. Den kann man was zutrauen, ne? Ja, definitiv. Also stark, ne, sich dann da auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, weil das kriegt er ja auch mit, wenn die Leute da reden und ja, du bist so ein Talent und so weiter und so fort. Und er hat sich jetzt ja auch gesteigert. Also beim World Matchplay fand ich ihn auf die Checkouts überzeugend, aber da waren wir uns, glaube ich, auch einig, dass bei ihm beim Scoring einiges noch im Argen war. Aber ja, er hat diese Welle mitgenommen, hat ja dann auch dieses Players Championship gewonnen gegen Gabriel Clemens, wo man auch sagen kann, das hätte eigentlich in eine andere Richtung gehen können. Hat Gaga, glaube ich, auch 3-0 geführt oder so. Aber die Entwicklung, die er dann auch gemacht hat und das, was er jetzt hier bei der WM gespielt hat, es gab ja keinen Bereich in seinem Spiel, wo man sagen hätte können, der ist irgendwie jetzt noch schwach oder sehr ausbaufähig. Ja, bis zum Ausscheiden, ne? Also selbst nach dem Match. Ich meine, er hat ja ein super Match dahingelegt, super Leistung gezeigt. Hat sich wirklich überhaupt nichts vorzuwerfen, finde ich. Und klettert natürlich auch in der Weltrangliste ordentlich. Aber verpasst das Masters, ne? Wenn er gewonnen hätte heute, dann wäre er Top 20. Welches? Das Masters? Das was? Ist doch dein Lieblingsturnier, oder nicht? Ja, wir sind hier Masters, World Series, Finals und solche Geschichten. Melbourne Masters, das sind für uns die Momente im Jahr, da klar, kriegen wir aber, richtig... Aber ist für einen Spieler, glaube ich, finanziell nochmal... Ja, okay, das stimmt. Gesagt, ja. Also aus seiner Sicht jetzt, so, das wäre nochmal dann auch nochmal so ein Bonus vielleicht gewesen. Wo findet denn das Masters statt? Kann man da... Gehen wir da hin, Marvin? Na, vielleicht das am Snooker oder so, aber jetzt beim... Bei meinem Darts, Milton Keynes, weiß ich nicht, ob das da so schön ist. Naja, auf jeden Fall war das schon mal eine krasse Partie für den Abend. Meiner Meinung nach haben Gavin Price und Michael Smith aber nochmal einen draufgesetzt. Hat mich nochmal mehr gefesselt. Bin ich ehrlich,
Nicht jetzt, weil der Neuner gefallen ist. Das ist ja nochmal immer ein geiler Moment. Neuner, der dritte bei dieser WM. Noch nie gab es so viele Neuner bei einer WM. Puh, ja, es ging auch wieder hin und her. Also Price hatte immer vorgelegt, ne? Immer den ersten Satz, dann Ausgleich. Price wieder vorne und hin und her und hin und her. Lutz, ja, was sind so Momente, die, wo du sagst, da kommst du immer noch nicht so drauf klar, jetzt im Nachhinein? Für mich ist es eigentlich, also klar, gibt es am Ende natürlich den einen Moment, wo eigentlich man sagt, so, ja, wir wussten doch alle, dass es so kommt. Also als Price zwei Darts noch in der Hand hält und der erste auf Tops nicht drin ist und dann auf die Doppelzehn auch nicht. Aber die Geschichte des Matches ist für mich auch nicht der neuen Darter, es ist auch nicht der pöbelnde Fan. Es ist für mich dieser Prozess von Michael Smith, der eigentlich das gesamte Match immer wieder ganz knapp dran war, einen Break zu schaffen. Also einen Break-Satz, meine ich jetzt, ne? Also den Satz gegen den Anwurf von Price zu gewinnen. Er war super souverän bei seinen Sätzen. Ich glaube, die ersten drei waren zu 0, zu 1 und zu 0. Und Price musste immer über, bis auf einmal, glaube ich, musste er immer über den Decider gehen. Und er war so knapp immer dran und hat immer weiter dran geklöppelt und gearbeitet und ihn unter Druck gesetzt und wurde dann am Ende belohnt einfach. Dann im neunten Durchgang ist das Ding dann umgefallen. Aber klar, hat Price natürlich die Riesenchance. Und ich war so beeindruckt und ich war mir auch so sicher, als er dann, er hat ja alle Decider gewonnen, hatte eine 107, wenn man die Decider von vorher zusammennimmt, hat er durchschnittlich 107 im entscheidenden Leg gespielt und das ist halt seine riesengroße Qualität. Und dann hat er das auch im achten Satz, im achten Satz, startet mit einer 139, wirft dann eine 180, wirft eine 140, steht nach 9 Darts bei 42 Rest und du fühlst dich halt total bestätigt und sagst, ja genau so, es war wieder klar. Smith ist eigentlich der bessere Spieler, hatte mehr Legs gewonnen, hatte bessere Werte in der Statistik, aber jetzt nimmt er halt die 42 raus. Und das war dann die große Pointe, dass genau das dann nicht passierte. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Für mich war das ganze Match klar, dass genau diese Situation geben wird und genau dann wird der Iceman da sein, aber war er nicht, das stimmt. Für mich auch super interessant, einfach nach dem Neuner, ne? Michael Smith, 11 Data als Antwort und dann 12 Data, 130er Finish, bumm, 2-2 in den Sätzen. Der 9 Data eigentlich nichts wert, ne, Kevin, also war ein Leck halt, sagen wir immer wieder, aber ich glaube, noch nie war ein 9 Data in einem Satz quasi so wenig wert, wie in diesem, weil er war ja halt innerhalb von 3 Minuten, war der einfach dann nicht mehr relevant. Ja, ist ja fast wie bei Michael van Gerven mit den 17 perfekten Darts, wo er den Satz, ich bin mir gar nicht sicher, ob er ihn verloren hat. Die Kommentatoren in England haben gesagt, er hat ihn verloren, ich weiß es nicht mehr, aber das ist wahrscheinlich dann eine ähnliche Geschichte gewesen. Aber Michael Smith, der in diesem Satz 121,6 oder sowas gespielt hat, hatte das ja dann so ähnlich nochmal im sechsten Satz, wo er fast 119, also gespielt hat, 38 Pfeile für diesen einen Satz mal eben kurz benötigt hat. Das war schon, Wahnsinn. Und auch Wahnsinn, wenn du auf diese Statistiken guckst. Und Michael Smith liegt überall vorne. Ja. Der hat 1580er, mehr 140er, mehr 100er, 7-8% mehr auf die Doppel. Und trotzdem hat Price am Ende die Matchstarts und hat ja auch im Entscheidungssatz nochmal die Chance, das 2-2 zu machen, nutzt die dann halt nicht. Und ja, krass, also auch was für ein Timing Price dann über weite Strecken hingelegt hat. Und er ist dann aber auch zwischendurch mal abgetaucht. Also ich kann mich erinnern, im ersten Satz war Price sehr stark und im zweiten hat er überhaupt nicht stattgefunden. Da hat er irgendwie 85er Average zum Beispiel gespielt. Aber Smith war immer da, hat das gut gemacht, hat ein richtig tolles Pensum da an den Tag gelegt, hatte auch ein paar schwächere Momente, aber ja, er hat seine Chancen am Ende besser genutzt und zieht zum zweiten Mal ins WM-Halbfinale ein und hat es jetzt, also ich hätte es ihm so nicht zugetraut. Also erst Clayton und dann Price. Ich habe immer gedacht, gut, vielleicht packt er einen, aber nicht beide. Aber er hat die Composure gehabt. Clayton wirft eine 59 und stellt sich 162.
Price verpasst entscheidende Doppel. Das hatte ich so nicht im Skript. Ja, was du gerade geschildert hast auch nochmal, ne, mit diesen Schwächephasen von Price. Und ich finde, das macht es ja noch viel schlimmer für dich als Spieler, wenn dein Gegner echt mal richtige Schwächen drin hat. Und du fühlst dich gut, du weißt, du spielst gut, es ist eigentlich alles okay. Und du guckst auf den Score und denkst, Alter, wieso steht es denn hier 2-2? Also ist ja auch so ein Set-Modus-Ding dann wieder, oder 3-3. Dass du da nicht verzweifelst und du spielst ja auch nicht gegen irgendwen, sondern weißt, wer da ist. Und eigentlich wirst du ja irgendwann mürbe im Kopf und sagst, okay, ich kriege den irgendwie nicht. Ich kann hier machen, was ich will, ich kriege den nicht. Und er ist dran geblieben und hat weiter an sich geglaubt, hat das durchgezogen, ohne zu verzagen und wurde dann am Ende ja auch dann belohnt. Also fand ich schon echt beeindruckend. Und gerade der Bully Boy, also ist jetzt, wäre für mich nicht der Top-1-Kandidat, der da so stabil dann einfach weitermacht. Ja. Schauen wir auf die Leckbilanz 22-16. Das spricht ja erstmal nochmal ganz klar für Michael Smith. Und der Ersatzmodus kam Price halt Minga entgegen, was auch interessant war. Bisher hat Gavin Price in seinen Spielen bei dieser WM immer direkt den ersten Matchstart versenkt. Ja. Heute hat er es nicht geschafft. Und Smith natürlich im Finalsatz, die 126, war natürlich auch nochmal ein richtiger Moment, der ihn da nach vorne gebracht hat, obwohl er gesagt hat im Interview danach. Danach hat er angefangen zu zittern, da wurde er wieder richtig nervös, aber trotzdem, ich fand's auch, der war so, Kevin, wie du es gesagt, Composure. Ich fand auch, er war einfach immer da, weil 74 zum Beispiel, einfach Triple 18, Doppel 10, Pop-Pop, ja, würde mein Madel sagen. Ne? Das hat man bei ihm oft dann in solchen Situationen eben nicht gesehen und heute hat er es gezeigt. Ich bin Fan gewesen schon immer von Michael Smith, weil vom Stil her lässt das einfach so einfach aussehen und freut mich einfach, dass er jetzt auch von der Körpersprache oder vom Flow und vom Fokus her eigentlich das verkörpert, was ein Topspieler wirklich ausmacht. Marvin, das war so klar, du bist so ein Modefan. Mervyn King kriegt einmal 0,5 auf den Sack und schon wechselst du die Pferde. Das ist echt armselig. ja. Mal gucken, wie du dich hier dann freust und James Wade Weltmeister wird. Ja, gut. Ich will es auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass Michael Smith das Halbfinale verliert. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist auch kein Wade-Hass-Podcast hier, aber ich möchte es einfach nicht. Ich möchte es einfach nicht. Aber ich als Wayne Mardell-Fan habe halt auch Probleme mit den Aussagen von James Wade in Richtung Wayne Mardell. Das ist einfach, wo ich habe heute geschrieben, hat er nichts Besseres zu tun. Aber Wayne Mardell hat doch super geantwortet. Er hat gesagt, wenn er 5-mal im WM-Halbfinale verliert wie ich, dann können wir drüber reden. Naja. Okay, Match des Tages. Da haben wir eigentlich zwei Kandidaten am Abend. War für euch Viertelfinale 3 oder 4 besser? Price Smith oder dann doch Chris White? Alter, du stellst Fragen, ey. Price Smith ist für mich dann Match of the Day. Ja, wahrscheinlich ist es das, ja. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Es war beides überragend. Und dann in dieser geballten Form direkt hintereinander. Eigentlich ist es vielleicht sogar das erste Match, weil man ja dachte, okay, das ist so ein bisschen das Warm-up, ne? Schöne Vorspeise. Ja. Und dann kommt das fette Ding und die Vorspeise war schon echt so mega üppig. Komm, dann nehme ich das andere. Sehr gut, Konfrontation. Sehr Ritz, gut. Ritz gegen Wright. Ja. Spieler des Tages ist auch nicht einfach, ne? Okay, man könnte auch. Nein, nicht schon wieder. Den hatten wir schon gekürt. Ich hab's gehört. Ja. Fand ich großartig. Das war Moritz. Das war genial von Moritz. Das war das Beste bisher. Oder Cannon Riss vielleicht. Man kann ja auch sagen, Cannon Riss für die WM. Boah. Schwierig, ne? Jetzt musst du mal anfangen, Lutz. Könntest du vertreten und man könnte das argumentativ absolut hinkriegen. Am naheliegendsten wäre wahrscheinlich Michael Smith, aber ich nehme Callum Ritz, ja, auch wenn er nicht gewonnen hat, aber der hat genau das gebracht, was er bringen musste und das, was er bringen kann und das, was ihm vielleicht echt die wenigsten zugetraut hatten. Ich fand das schon sehr beeindruckend. Wenn er schon nicht weiter ist, dann soll er wenigstens im Shortleg-Podcast zum Man of the Day gekürt werden. Ja, dann gehe ich auf Michael Smith. Das wird ihn bestimmt auch beruhigen und trösten, glaube ich. Denke auch. Ja, du kannst ihn ja auf taggen auf Twitter und dann.
We voted him as the player of the day. Oh ja. Sehr gut. Gut, dann geht's weiter mit den Useful Stats presented by Darts Oracle. Ich habe ja zwei Stat-Fans neben mir, also sollte das doch sehr interessant sein. Deswegen haben wir heute pro Viertelfinale auch zwei Stats rausgesucht. Ja, geht's erstmal los mit dem ersten des Tages. Da ist es nämlich so, dass zum ersten Mal seit 2018 ein WM-Viertelfinale ohne ein einziges High-Finish geendet hat. Die damalige Partie zwischen Jamie Lewis und Darren Webster 2018 ging ebenfalls 5:0 zugunsten von Jamie Lewis aus. Drei Sätze in der Partie zwischen Wade und King gingen in einen Entscheidungsleck. Diese hat allerdings alle James Wade gewonnen, der in diesen Decidern aber seinen Standard auch auf 102,48 Punkte erhöhen konnte. Haben wir, denke ich, auch schon so gut analysiert in den entscheidenden Momenten. Ja, finde ich auch. Also hatten wir schon weiter. Echt von uns. Gut von uns. Ja. Dann machen wir weiter mit Anderson gegen Humphries. Vier High Finishes hat Gary Anderson in seiner Partie herausgenommen. Bei drei dieser Finishes stand Humphries selbst auf einem Finish von höchstens 60 Punkten. Also auch das Timing. Ja, das war diese 148er-Geschichte. Ich hab das im Live-Score gesehen und dachte, ja, klar, das Leck gewinnt Humphries. Der stand da irgendwo auf einem Doppel und dann macht Anderson die 148 weg. Dann noch was zu Humphries. Er hat ja heute sein drittes WM-Viertelfinale bestritten. Das hatten wir ja schon genannt. In allen dieser Viertelfinals hatte Humphries eine höhere Doppelquote als sein Gegner. Hat bisher aber trotzdem nicht gereicht, um den nächsten Schritt zu gehen. Dann Callum Risk gegen Peter Wright. Die haben zusammen 28 180er geworfen. Das ist die höchste Anzahl an 180ern für das WM-Viertelfinale seit der WM 2017. Damals konnten Gary Anderson und Dave Chisnell zusammen insgesamt 33 180er erzielen. Bis zum sechsten Satz, stand Callum Risk bei einer Doppelquote von 52,17%. Danach hat er allerdings bei seinen 20 Versuchen nur noch 6 Doppel ins Ziel bringen können. Zeigt also, dass er da auch am Ende ein bisschen in diesem Bereich abgebaut hat. Das hat dann Peter Wright dann doch final nutzen können. Und dann noch was zum letzten Spiel. Michael Smith ist der erste Spieler, der bei dieser WM in mehreren Spielen sowohl den aktuellen Weltmeister als auch den aktuellen Premier League-Sieger aus dem Turnier nehmen konnte. Seine Stärke in den Entscheidungsflex hielt Gavin Price lange in der Partie. Er erzielte in den Decidern einen Average von 110,22 Punkten und gewann auch die ersten drei Entscheidungslecks. Im vierten Decider hat er dann allerdings zwei Matchstarts vergeben. Das zu den Stats zu den vier Viertelfinals. Dann blicken wir doch voraus auf das Halbfinale. 2. Januar, keine Mittagssession mehr, damit sind wir durch für diese WM. Wir haben noch drei Spiele und zwei davon eben am Sonntag. Es geht los mit dem Halbfinale zwischen Michael Smith und James Wade. Kevin, gut, wir haben unsere Sympathien ja schon so ein bisschen bekundet. Wenn man jetzt alles so betrachtet von dieser WM, dann kann es ja eigentlich nur den logischen Sieger Michael Smith geben, aber wir reden eben auch von James Wade. Ja, und auch diese Geschichte, ne? So ein Match, wie Michael Smith jetzt gespielt hat, das geht ja schon auch an die Substanz. Also wie gut kann er runterfahren, wie gut schläft er möglicherweise, wie gut regeneriert er dann, was lässt er da jetzt alles an sich heran? Er weiß ja selber, was er da jetzt getan hat. Also es wird, denke ich, wieder mal zwischen den Ohren entschieden, ne? Und James Wade, der hat den halben Tag länger Pause, der weiß wahrscheinlich auch, dass er in diesem Turnier mit der Auslosung echt Glück gehabt hat und so. Ich kann mir nicht diesen totalen Einbruch von Michael Smith vorstellen. James Wade müsste halt sein Spiel anheben, um ja 10 Punkte mindestens im Average. Dieses typische Wading kann nicht funktionieren, wenn Michael Smith so scored, wie er jetzt gescored hat. Also, ja, ich sehe bei aller, ja, also selbst wenn es aller Liebe wäre für James Wade, sehe ich nicht mehr als drei Sätze für ihn. Lutz, ich denke mal, bei dir sieht es so aus, dass du Waiter vorne siehst, ne? Ja klar, ich folge meinem Herzen, ist doch logisch. Kevin hat alles gesagt. Also es war alles, unterschreibe ich alles bis zum Schluss mit maximal drei Sätzen. Das Scoring von Smith wird entscheiden. Wenn er das einigermaßen so weiterführen kann, dann wird Wade halt nicht in die Situation kommen, um
gewisse Dinge zu tun, die er gerne tut. Schauen wir mal, wie stabil der Bully Boy ist, nach den zwei Matches innerhalb von 3 Tagen, die er jetzt gehabt hat. Und das waren einfach mit die Matches der WM. Also wenn wir Borland gegen Bradley Brooks jetzt nochmal ausklammern, dann waren die beiden Smith-Matches die beiden Spiele der WM. Und er hätte auf jeden Fall nach dem bisherigen Verlauf den Titel verdient. Also rein englisches Halbfinale Nummer 1, rein schottisches Halbfinale Nummer 2. Peter Wright gegen Gary Anderson, da bin ich auch mal gespannt, wie das mit den Fenstern aussieht. Dann haben, ja. haben sie dann zweimal eigentlich nicht so die Wahl. Ne? Da müssen sie sich entscheiden für einen, den sie mehr mögen. Von der Nationalität her sind eben beide gleich. Peter Wright gegen Gary Anderson, Kevin. Das ist ein bisschen schwierig zu prognostizieren, würde ich sagen. Weil Peter Wright schon den Anschein macht auf mich, dass er in den entscheidenden Momenten sein Spiel nochmal anheben kann. Bei Anderson war es jetzt aber auch so. Er hat sich bisher jedes Mal steigern können, war in den entscheidenden Momenten da. Ist die Frage, reicht das auch gegen Wright? Ja, gute Frage. Also, beide haben Aussetzer gehabt. Bei beiden habe ich zwischendurch gedacht, ja, gerade bei Wright bin ich dann immer wieder beeindruckt, wie er es schafft, dann in die Matches reinzukommen und was er dann irgendwann für ein Niveau an den Tag legt. Und du denkst immer, okay, er gewinnt das, er wird derjenige sein. Und bei Gary, ja, der hat auch diese Steigerung gehabt und dieses Timing, was ihm definitiv geholfen hat. Ich schwimme hier auch ziemlich. Also es ist, ich nicht. Ich sehe Wright schon vorne. Könnte mir aber schon vorstellen, dass wir hier 10 oder 11 Sätze vielleicht sogar spielen. Aber, weil Gary und die WM, das ist immer noch mal so ein zusätzlicher Boost. Aber jetzt bin ich gespannt, Lutz. Ich sehe Wright ganz klar vorne. Also bin ich mir relativ sicher, dass er das machen wird. Mich hat das, also ich hatte vorgestern hier an gleicher Stelle ja gesagt, Wright wurde noch nicht so richtig gefordert und ich bin gespannt, was passiert, wenn ihn mal einer richtig kitzelt. Und genau das ist heute passiert und er hat sein Level auf beeindruckende Art und Weise, für mich zumindest, angehoben und hat diesen sehr starken Angriff von Cannon Ritz pariert. Und man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass er am Ende glücklich gewonnen hat oder so. Ich fand das schon sehr, sehr überzeugend und ich glaube, dass das gegen Gary Anderson reichen wird, weil es auch keinen Einbruch geben wird. Und klar, es ist die WM, es ist Ali Pelli, es ist Gary Anderson, aber nee, ich glaube da fest an Snakebite und sehe ihn im Finale. Und im Übrigen, wenn Peter Wright nicht Weltmeister wird, ist Van Gerwen nur noch die Nummer 4. Ja. Ja. Und der Sieger und wird die neue 2 der Welt, egal. Auch schon, ja. Ja, interessant. Ich glaube auch, dass viel für Wright läuft irgendwie. Also Van Gerwen wegen Corona raus aus seiner Hälfte. Dann jetzt Price aus der anderen Hälfte raus. Er musste ihn nicht selbst beseitigen quasi. Ich habe auch das Gefühl, dass das viel auf Wright hindeutet, aber es müssen erstmal noch 2 Spiele aus seiner Sicht dann auch gewonnen werden. Wir hatten die Frage gestellt, kann Michael Smith nach Johnny Clayton auch Gervin Price bezwingen? Ihr habt abgestimmt für ja oder nein. 51% haben gesagt nein, 49% waren auf ja gegangen. Also ihr wart euch nicht wirklich einig. So knapp war es ja auch im Endeffekt. Und so knapp, wie die Abstimmung ausgelaufen ist, ist es auch am Ende gewesen. Da hat die knappe Mehrheit eben nicht recht gehabt. Heute fragen wir dann natürlich, welche beiden Spieler ziehen denn ins Finale ein? Ihr bekommt alle möglichen Kombinationen als Antwortmöglichkeiten und dann schauen wir mal, ob ihr am Ende da den richtigen Riecher habt. Ja. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass ihr bei euren Umfragen nur 2 Antwortmöglichkeiten habt. Und mir fehlt ja dieses, ist mir egal oder weiß ich nicht. Das fand ich früher sensationell. Gab es im Sat.1 Videotext immer so eine Frage. Da kostete, glaube ich, das Abstimmen, weiß ich nicht, 5 Mark oder Euro waren es schon, keine Ahnung. Und da gab es dann auch immer noch diese Antwortmöglichkeit, ist mir egal oder weiß ich nicht. Da habe ich mich immer gefragt, was für Leute geben jetzt hier 3,50 Euro aus, um mitzuteilen, dass sie davon keine Ahnung haben. Aber ja, ihr macht nur 2, ist ja auch richtig. Vielleicht war der Wendler dabei. Ich habe mich immer gefragt, wer bei solche Teletext-Aktionen da überhaupt irgendwie abgestimmt hat. Also, weiß ich nicht. Aber wie hat denn da die Bezahlung funktioniert?
Aber guck mal, es gibt doch genug Leute, und zu denen zählen wir ja auch, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, die das geil finden, ihre Meinung zu irgendwelchen Sachen zu äußern. Und ein Ja oder Nein, auch wenn es dann anonym ist, ne, guck mal hier, 72%, da gehöre ich auch mit dazu. Aber wenn du machst, so ist mir egal, das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Aber Lutz, wenn man dich jetzt irgendwie, also ich denke immer so, ich rede total gerne über Dart und über Dinge, ja, über die ich mich auskenne und so, aber wenn mich jetzt jemand einladen wollen würde, irgendwie übers Angeln zu reden, dann würde ich halt nicht sagen, einfach nur, damit ich dabei bin, ich sag da jetzt was dazu. Also so ein Mietmaul bin ich dann nicht. Das ist. Aber Lutz, ich gehe auch zum Dart hier und habe auch nur gefährliches Halbwissen. Also, das ist für mich ja alles nur Selbsttherapie. Obwohl, Lutz, ich bin mir sicher, du hättest bei einer Sache, ist mir egal, gewotet. Das hatten wir eigentlich mit Mike. Ja. Wer gewinnt denn? Mervyn King oder James Wade? Hätte ich da die Möglichkeit gegeben, ist mir egal, hättest du das vielleicht genommen? Vielleicht ja, ja. Das, also ich könnte es nicht sagen, ja. Ja, hast du recht, ja. Ja. Ist mir egal, ja. Kommen denn jetzt die Top 10 in die Premier League? Die Top 10 der Welt, Lutz? Oder hast du da, bist du da nicht vorbereitet? Oder wolltest das du machen das wir morgen, fragen? Nimm das doch nicht jetzt schon weg. Nicht vorbereitet. Also ich war davon ausgegangen, dass das morgen machen. Ja, ist okay. Ich bin morgen nicht da. Ich dachte halt einfach. Ich, ja. Für mich war es vor der WM eins der großen Themen. Also weil ich auch gedacht hatte, dass Fallon Sherrock vielleicht ein Match zumindest gewinnt. Und dann wäre es sicherlich das große Thema gewesen. Jetzt war Corona ein bisschen präsenter als Fallon Sherrock und hat, glaube ich, das Thema Nummer 1 dann gesetzt. Ich finde die Premier League langweilig. Also ich habe auf jeden Fall meine 10 Spieler schon zusammen. Ich bin gespannt. Ihr könnt euch ja auch mal, liebe Userinnen und User oder Zuhörer und Zuhörerinnen, überlegen, welche 10 Spieler würdet ihr denn jetzt Stand heute für die Premier League nominieren? Morgen dann in der Folge analysieren wir natürlich die Halbfinals, ganz klar, blicken auf das Finale voraus, aber wir gehen auch unsere 10 Premier League Tipps schon mal durch. Wir hatten das ja schon in der großen Folge vor der WM mal gemacht. Jetzt machen wir das auch nochmal mit dem Wissen, wer denn aktuell bei der WM so gut performt hat. Das dann morgen. Für heute würde ich sagen, erste Sendung 2022 ist im Kasten. Vielen Dank, Lutz, wieder fürs mit dabei sein. Ja, sehr gerne. Du bist danke morgen, euch für die Einladung. Du bist dann morgen wieder dabei. Mensch. Ich und bin am Start. So ist es. Und Kevin, du hast morgen frei, aber dich hören wir dann nach dem Finale wieder. Ja, natürlich. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute. Morgen nochmal 2 Spiele. Genießt es an einem schönen Sonntag. Gibt es doch nichts Schöneres, als dann abends den Spielern beim Pfeilewerfen zuzusehen. Das ist es für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Ciao. Macht's gut. Tschüss. So einfach wie ich meinen Straps hier aufkriege, kannst du dir ein Abo holen von daten.de und Shortneck. Einfach unten draufhauen. Abo holen. Bis dahin. Ciao, ciao.